als falsch erweist. Und deine Philosophie, der blutete Theorie. Auch wenn du nicht mehr glaubst, Erwartungen zurückschraubst. Du sagst dir, Gott glaub ich nicht. Sag ich dir, Gott glaubt an dich. Und er tut auch heute noch Wunder. Stunde um Stunde, Tag für Tag. Ein Wunder sein, kannst du so groß, so klein. Lebe die Zeit mit Perspektive, Ewigkeit, denn der Herr tut heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag. Und herzlich willkommen heute zu unserem Gottesdienst aus der G26. Aus der G26 ist hier jetzt örtlich nicht ganz richtig, weil, wie der eine oder andere vielleicht schon bemerkt hat, ich stehe gerade im Jugendtreff C1. Das hat damit zu tun, dass wir uns ja nach wie vor nicht direkt treffen können und dass unsere Gottesdienste, vor allen Dingen im Januar, das auf jeden Fall bis Ende Januar, wir die nicht örtlich in der Gagarinstraße 26 stattfinden lassen können. Und auch wenn das natürlich eine traurige Sache ist und wir natürlich gern hier heute zusammen wären, wollen wir trotzdem positiv starten und wollen positiv in das Jahr gehen, wollen erwarten, dass Gott uns persönlich, uns als Gemeinde, aber auch segnen wird, mit uns was vorhat und uns ganz persönlich begegnen wird. Und heute soll es um die Jahreslosung auch gehen, die ja heißt, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Lukas 6, Vers 36. Und ich weiß nicht, wo du mit Barmherzigkeit zu tun hast. Ob das überhaupt ein Wort ist, mit dem du, ich weiß nicht, was in deinem normalen Wortschatz mit drin ist. Ich wünsche uns, dass wir Barmherzigkeit erleben, mit Barmherzigkeit in dieses Jahr starten. Barmherzigkeit, wenn wir vielleicht zu Hause aufeinander sitzen und irgendwie nicht viel raus können. Barmherzigkeit mit Politikern und Entscheidungsträgern, die wir vielleicht nicht manchmal so verstehen können, wo ich aber sagen will, ich möchte nicht in deren Haut stecken. Barmherzigkeit aber mit uns selbst, wenn wir merken, wo wir an unsere Grenzen kommen oder die überschritten werden. Und aber, dass wir vor allen Dingen erleben, dass Gott mit uns barmherzig ist. Das wünsche ich uns für dieses Jahr und ich bin gespannt, was Stefan nachher in der Predigt zu diesem Thema noch sagen wird. Und ich möchte aber anfangs noch zusammen beten. Gott, ich danke dir, dass du Grund bist, dass wir in dieses Jahr positiv starten können. Dass du Grund bist, dass wir uns treffen können. Dass du Grund bist, dass wir sowas wie Barmherzigkeit überhaupt kennen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns heute wieder ein Stück weit mehr erkennen lässt, wie groß und dein Herz ist, wie barmherzig du bist und wie wir davon lernen können, dass wir das auch weitergeben können. Bitte segne die Zeit, die wir jetzt zusammen in diesem Gottesdienst haben und schaff, dass wir trotz dieser physischen Distanz nah zusammen sind, dass wir eine Gemeinschaft sind und das Gefühl haben und die Gewissheit haben, dass wir zusammen gehören, weil wir dir nachfolgen. Amen. Ja, wir starten, wie gesagt, mit einer neuen Predigtserie, die wir über den Januar hin
haben werden. Man sieht jetzt auch den Flyer mal eingeblendet, wo wir ja eben uns über Barmherzigkeit und die Aspekte davon ein bisschen ja nachdenken wollen. Herzliche Einladung dazu. Man kann auch, wer jetzt nicht die Videos anschauen will, das Ganze im Podcast anhören. Normalerweise startet das Jahr mit der Allianz Gebetswoche. Die würde jetzt starten oder sie startet jetzt auch ab dem 10. Januar. Doch haben wir uns in Gera entschlossen oder wurde entschlossen, dass wir die eben nicht veranstalten können. Das ist ja an sich eine sehr schöne Veranstaltungsreihe, wo aus allen möglichen Kirchen und Gemeinden man zusammenkommt, um zu beten. Und weil es auch in ganz vielen anderen Städten natürlich auch nicht möglich ist, gibt es einen YouTube-Kanal von der Deutschen Evangelischen Allianz, wo jeden Tag ein neuer Clip kommt. Diesen Link könnt ihr auch in der Videobeschreibung von diesem Video finden. Und da könnt ihr jeden Tag auch ein neues Video finden, um so gemeinsam zu beten. Macht das zu Hause, schaut euch das an und betet so alle gemeinsam und dass wir ja zusammen da auch vor Gott kommen und diese Woche feiern können. Ja, ich freue mich jetzt schon auf das Singen, auf das Zuhören von der Predigt und ich wünsche euch dabei Gottes Segen. Komm, komm, du Sohn des Höchsten. Komm herab, zerreiß die Finsternis. Auch von meiner Seite nochmal ein ganz, ganz herzliches Willkommen in diesem neuen Jahr. Fühlt euch herzlich umarmt. Ich glaube, das ist es doch, nach was wir uns oft in diesen Tagen ganz besonders sehnen. Einfach mal in den Arm genommen zu werden, dass jemand uns anschaut und sagt, ich bin da für dich. Also fühl dich ganz persönlich heute umarmt. Neues Jahr, neues Glück. Es hat schon angebrochen, ist schon angefangen. Für uns heute hier der erste Sonntag im neuen Jahr. Und ich merke das jedes Jahr wieder, dass wir das Kapitel, das wir gerade zugemacht haben, eigentlich nur fortschreiben. Also wir starten nicht bei Null, sondern wir schreiben einfach ein weiteres Kapitel, das heißt jetzt Jahr 2021. Vor langer Zeit habe ich mal einen alten Professor betreut, der war mittlerweile blind, über 80, bettlägerig und
der hatte seinen ganzen Schrank voll Jahrbücher. Das heißt, von jahrzehntelanger Arbeit stand jedes Jahr ein neues Kapitel in seinem Schrank. Und ich musste manchmal hingehen und von 1983 ein Jahrbuch aufschlagen und ihm dann vorlesen, was er am 5. September auf irgendeiner Konferenz gemacht hat. Und so ähnlich ist das auch mit uns. Wir haben eine ganz persönliche Geschichte. Du, ich, wir haben unser persönliches Jahrbuch, das wir heute neu beschreiben. Interessant ist natürlich, wir haben die gleichen Menschen um uns her wie vor ein paar Wochen. Das heißt, da ist nicht Reset und wir fangen mit unseren Beziehungen neu an, sondern wir leben ja unsere Beziehungen weiter. Und genauso bin ich für meine Umwelt auch derselbe, immer noch da. Und deshalb steht natürlich am Anfang eines neuen Jahres auch die Frage, ganz persönlich, wie gestalten wir unsere Beziehungen weiter? Wie gestalten wir unser Leben mit den Menschen, die um uns rum sind, die uns lieb sind oder vielleicht auch weniger lieb? Ich habe vor Tagen mal einen gehört, der sagt, ich habe mit niemand ein Problem, ich komme mit der ganzen Welt klar. Da gibt es keinen, mit dem ich ein Problem habe, nur mein Nachbar. Und ich hatte mit dem eigentlich auch nie ein Problem. Wir sind immer gut ausgekommen. Das fing alles erst an mit den Problemen, als ich dorthin gezogen bin. Und mit diesem Hauch von Selbstironie merkt man schon, das tut man mal gut, vorm Spiegel zu schauen und mit etwas Selbsterkenntnis ranzugehen. Wie nehme ich mich wahr und wie nehmen vielleicht andere mich wahr? Bin ich der, der vielleicht dem anderen Probleme macht, oder ist es mein Nachbar, der mir eigentlich immer nur Probleme macht? Und genau das ist die Stärke von Gemeinschaft. Das ist gut, wenn wir ein Gegenüber haben. Das ist gut, wenn wir Familie haben, wenn wir Freunde haben. Und es ist auch gut, dass wir Gemeinde haben, als starke Gemeinschaft, wo wir auch immer wieder einen Spiegel vorgehalten bekommen, wie andere mich sehen oder wie ich auch andere sehe. Es ist gut, nicht alleine zu gehen, und es ist gut, dass wir Gemeinde auch als Geschenk empfinden, auch das im neuen Jahr. Deutlich ist mir das geworden am Jahresanfang bei den vielen, vielen guten Zusprüchen, die ich bekommen habe, und bestimmt jeder von euch auch, Gottes Segen für das neue Jahr. Viel Gesundheit, viel Zuversicht und was da alles an guten Zusprüchen kam. Da merke ich, es ist gut, nicht allein zu gehen. Und ein besonderer Zuspruch am Anfang eines jeden Jahres, das ist die sogenannte Jahreslosung. Es gibt immer einen Vers, der wird ausgewählt und der steht dann wie so ein Motto am Anfang eines Jahres. Und in diesem Jahr, es ist der Vers aus Lukas 6, Vers 36, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. So heißt die Jahreslosung 2021, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Ein kerniger Zuruf von Jesus, der hintendran ein Ausrufezeichen hat. Der Kontext, wo also dieser Vers steht, ist die Bergpredigt. Bergpredigt, Matthäus 5 oder Lukas 6, eines der bekanntesten christlichen Texte, und es ist viel darüber geschrieben, auch von Menschen, die gar nicht an Jesus glauben, aber weil sie diese Verse, diese Moral, die auch dahinter steht, so schön finden, so gut finden, so wertvoll. Und da heißt es in den sogenannten Seligpreisungen unter anderem, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Also es ruht ein großer Segen, eine große Verheißung von Gott drauf, wenn wir barmherzig sind. Dann wird auch uns Barmherzigkeit zukommen, so beschreibt es Jesus. Und dann im Anschluss an diese Seligpreisung kommen so einige Themenfelder. Unter anderem geht es darum, dass wir, wie wir unserem Feind begegnen, dass wir nicht richten sollen oder wie wir mit unserem Nächsten umgehen sollen. Und genau in Bezug, im Umgang mit unserem Nächsten heißt es dann diesen Vers, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Barmherzigkeit ist ja ein Begriff, den wir eigentlich in unserer Sprache gar nicht benutzen.
Also eher ein alter Begriff oder zumindest heute gar nicht so gebräuchlich. Heute reden wir viel vom Mitleiden, von Verständnis, von Empathie, von der Fähigkeit, sich in andere reinzuversetzen oder auch von karitativen Zwecken. Dahinter steht ein Begriff, der so vieles umfasst und der heißt Barmherzigkeit. Und ich finde es eine tolle Chance, am Anfang dieses Jahres so einen Begriff vielleicht mal wieder ein bisschen aufleben zu lassen, indem man, ja auch wenn man den nicht in der Alltagssprache immer wieder begegnet, aber doch durch diese Jahreslosung immer wieder auch daran erinnert wird, was es heißt Barmherzigkeit. Wir werden uns in den nächsten Wochen mit diesem Thema beschäftigen und dieser Begriff wird uns ja in seiner Tiefe auch noch in den nächsten 3 Sonntagen auf jeden Fall näher und tiefer aufgeschlossen werden. Ich habe mir so gedacht, in diesem Lesen dieses Verses, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist, schwingen bei mir 2 Dinge. Das eine ist irgendwie ein Wohlempfinden, ein Guttun. Es klingt gut, dass Jesus sagt, seid barmherzig. Und dann, wie ich schon angedeutet habe, steht dahinter ein Ausrufezeichen. Es ist ein Imperativ, eine Aufforderung. Und ich glaube, genau in diesem Spannungsfeld aus Wohlklingen und Imperativ steht diese Jahreslosung. Und manchmal zucken wir ja so ein bisschen zusammen oder wir gehen auf Ablehnung, wenn uns jemand kommt mit so einem Vers und wir sagen, Mensch, hör auf, das ist moralisierend. Und ich denke, dass Jesus uns nie so einen Satz sagen würde, wenn er uns ihn einfach nur um die Ohren haut, sondern Jesus kommt mit seiner großen Liebe und er legt uns nicht irgendwas auf, was uns irgendwie zerdrücken würde. Also nimm vielleicht das schon mal vorweg, diese Jahreslosung, auch wenn sie ein Ausrufezeichen dahinter hat, soll keine Last sein, sondern soll ein Begleiter sein durch unser Leben und durch unsere Beziehungen. Ganz sanft und liebevoll sagt Jesus, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Schaut euch was ab. Nehmt euch ein Beispiel und manchmal hilft es ja auch, am Beispiel von anderen zu sagen, genau so möchte ich es auch tun. Nun mag der eine oder andere vielleicht sagen, naja, so wie Gott barmherzig ist, das ist erstens mal ein Riesending. Ich bin ja nicht wie Gott oder eben Gott ist auch weit weg. Manchmal klingt das vielleicht auch etwas abstrakt. Und deshalb ist die Bibel auch voll von Geschichten, die uns auch an Menschen ganz praktisch näher bringen, was es heißt, so zu sein, wie Gott fühlt, wie Gott denkt oder wie Gott handelt oder handeln würde. Und eine Geschichte, an die ich da gedacht habe und die ich gern noch ein bisschen mit dieser Jahreslosung verknüpfen möchte, das ist die Figur, die Gestalt von Josef aus dem Alten Testament. Und zwar finden wir den ab Kapitel 37 im ersten Buch Mose. Josef als eine ganz großartige Figur. Als junger Mensch, ungefähr 17 Jahre alt, heißt es, er ist einer der jüngsten von 12 Brüdern. Er ist gesegnet, er ist geliebt vom Vater und er ist hochbegabt. Und genau deswegen können ihn seine Brüder nicht leiden. Und sie fangen an, ihn immer mehr und mehr zu hassen. Aus Neid wird Hass und schließlich, sie überlegen, ob sie ihn umbringen. Und weil sie das am Ende doch nicht tun wollen, das Blut an ihren Händen klebt vom eigenen Bruder. Deswegen verkaufen sie ihn an eine Karawane nach Ägypten, die nach Ägypten zieht. Hartherzig. Wie hartherzig muss man sein, um seinen eigenen Bruder zu verkaufen, als Sklave in ein fremdes Land. Und Josef kommt dorthin und Gott ist mit ihm, er segnet ihn und so landet Josef im Haus eines reichen Mannes, eines einflussreichen Mannes, Potiphar. Und Potiphars Frau möchte Josef als Geliebten und spielt mit ihm. Sie möchte eigentlich nur ein Abenteuer und Josef versteht das und Josef geht auf Distanz und diese Frau wird rasend vor Eifersucht, vor Hass, fühlt sich
von ihm weggestoßen. Und aus Hass lässt sie ihn ins Gefängnis bringen durch schlechte Nachrede. Und wieder landet Josef ganz unten durch die Hartherzigkeit der Menschen, die ihm begegnen. Und Gott öffnet neue Türen. Und so kommt Josef schließlich als rechte Hand des Königs in den Palast des Königs und ist selbst ein einflussreicher Mann. Und dann praktisch am Gipfel dieser Geschichte lässt Gott es zu, dass im Land seines Vaters Jakob eine Hungersnot ausgebrochen ist und Jakob seine Söhne schickt und sie kommen an den Königshof Ägyptens, um Getreide zu kaufen. Und dort begegnen sie Josef. Und als Josef sie erkennt als seine Brüder, was könnte er nicht alles tun? Er könnte sie ins Gefängnis bringen, er könnte sich rächen. Er könnte mit dem Hass, der von ihnen ihn so gedemütigt hat, könnte ihnen diesen ganzen Hass zurückgeben. Und die Geschichte beschreibt, wie Josef, als er seine Brüder erkennt, anfängt zu weinen. Es geht ihm durchs Herz. Sein Herz wird barmherzig gegenüber seinen Brüdern. Er tut sein Herz auf, er verzeiht. Es ist überhaupt keine Frage für ihn, ob er ihnen etwas nachtragen soll. Er ist glücklich, wieder mit seinen Brüdern zusammengekommen zu sein. Und schließlich endet die Geschichte, indem Josef seine Brüder zurückschickt zum Vater, zu Jakob, um den Vater holen zu lassen, um schließlich als ganze Familie, als Sippe vom Pharao ein Stück Land zu bekommen und in Ägypten zu leben. Und die letzte Botschaft, die Josef seinen Brüdern mitgibt auf dem Weg, ist: streitet nicht, zankt nicht auf dem Weg. Und diese Worte, die haben mich sehr bewegt, weil genau das drückt nochmal aus, was Jesus in dieser Bergpredigt sagt: seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Brüder, streitet nicht. Auch da, wo Grund wäre, zu streiten, sich aneinander aufzureiben, sich alte Lamellen nachzutragen, immer wieder die gleichen Dinge aufs Brot zu schmieren, sagt Josef, streitet nicht. Seid barmherzig. Vergebt euch. Und deshalb ist diese Geschichte für mich eine unglaublich tolle Verknüpfung mit dieser Botschaft aus der Bergpredigt in der Jahreslosung. Wenn du, wenn ich also in dieses neue Jahr starten mit unseren gleichen Beziehungen wie im vorigen Jahr, dann lass uns das einfach mal mitnehmen und immer wieder vielleicht auch ins Gedächtnis rufen, da wo wir uns anfangen aufzureiben, zu stoßen, wo wir die Krise kriegen, wo wir uns selber vielleicht manchmal nicht leiden können, weil wir für die anderen schwierig sind oder wo wir sagen, Mensch, ich komme mit meiner Geduld ans Ende, dann unser Herz aufzutun wie Josef und wie Jesus, zu sagen, seid doch barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. In diesem Sinn, lasst uns in die nächsten Wochen und Monate gehen mit Zuversicht, mit Freudigkeit auch und auch zu genießen, dass wir Teil einer Gemeinschaft sind, die uns gegenseitig auch stärken und ermutigen, ja manchmal vielleicht auch ermahnen, aber im Endeffekt Gutes tun können. Gott segne uns dazu. Amen. Die ganze Welt soll hören, wie gut du zu uns bist, wie groß und grenzenlos doch deine Gnade ist. Du machst mein Leben. Nichts kommt dir gegen.
Und ich singe dem, du bist gut, und ich tanze dem, du bist gut, und ich rufe laut, du bist gut, du bist gut zu mir. Und ich singe dem, du bist gut, und ich tanze dem, du bist gut, und ich rufe laut, du bist gut, du bist gut zu mir. Wir kommen zum Ende dieses Gottesdienstes und das ist normal ja immer der Punkt, wo wir die Kollekte einsammeln, um unsere Arbeit hier zu finanzieren. Das machen wir wieder digital, beziehungsweise ihr seht hier den QR-Code, den ihr mit eurem Handy scannen könnt und da auf unsere Homepage kommt und da alle weiteren Daten bekommt oder auch einfach die IBAN unten eingeblendet, wo ihr euch sehr gern beteiligen könnt, um unsere Arbeit zu unterstützen. Wir werden uns in den nächsten Wochen hier öfters sehen und dann wird das hier, was hier noch ein bisschen chaotisch ist, dann anders aussehen. Also wir errichten hier gerade so ein bisschen so ein kleines Studio, um auch ja verschiedene Formate hier durchzuführen, die wir zum einen unsere normalen Online-Gottesdienste hier sonntags stattfinden lassen wollen, aber auch besondere Kinder- und Jugendformate, die hier entstehen werden. Also seid da mal gespannt, verfolgt uns da auf Facebook, Instagram und unserer Website und auch unsere Online-Gottesdienste natürlich, wo wir da ein bisschen was auch erklären können und ja, wie wir das hier alles weiter gestalten werden. Und ich glaube, da ja, werden ganz spannende Formate rauskommen. Ich will euch nochmal an die Allianz Gebetswoche erinnern. Der Link ist in der Videobeschreibung, wo ihr da mit dabei sein könnt. Zum Schluss möchte ich gerne noch den Segen sprechen und möchte euch da einladen, da mitzubeten. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. So geh in diese Woche gesegnet und gestärkt. Amen. Ich wünsche euch noch eine gute Restwoche. Und dann sehen wir uns nächste Woche hier wieder. Tschüss.